So, herzlich willkommen zurück. Weiter geht's bei Violent Hearts. Wir sind wieder leider zurückversetzt worden. Strafversetzt an die Front. Muss mal gucken, was ich hier machen muss. Ich weiß es noch gar nicht so genau. Und, tja, wir müssen wieder unseren Dienst tun. Der Herd, der brutzelt. Hier ist schön warm. Warum liegt er da hinten so in der Ecke? Also die schlafen alle. So, was will er denn? Oh, er braucht Socken. Dann gibt's Tinte. Okay. Ja, ist okay. Steck mal lieber wieder ein. Riecht auch so schon nicht gut genug. Oh, und da steht was. Da haben wir was übersehen. Ein Döschen. Da gucken wir nochmal nach. Tabakdose. Tabakdose aus einem Munitionsgehäuse. Deren Munition wurde oft einer neuen Verwendung zugeführt. Einige explodierte Metallteile waren schon von ästhetischem Wert. Falls nicht, legten die Soldaten selbst Hand an, um nützliche Dinge daraus zu gewinnen. Tabak war wertvoll. Daher war den Soldaten daran gelegen, ihn trocken zu halten. Viele Berichte aus den Gräben zeigen, wie wichtig die Weihnachtszigarre für die Soldaten war. Das war ein besonderes Geschenk für die Truppe. Ja, liebe Leute, die Versorgung der Frontsoldaten, das sieht ja auf den ersten Blick gut aus. Millionen Menschen an der Front mit Nahrung zu versorgen, war ein gewaltiges logistisches Problem. Die ursprünglich vorgesehene Ration wurde ab 1915 vielfach auf die sogenannte eiserne Ration beschränkt, die aus kleinen Mengen Zwieback, Dosenfleisch und Gemüse, also Dosengemüse, Speck und Kaffee bestand. Gegen Ende des Krieges wurde das Fleisch teilweise gänzlich gestrichen und das Brot mit Holzspänen gestreckt. Habe ich auch schon mal gegessen, aus Birkenrinde. Häufig erreichten die Nahrungsmittel die Soldaten an der vorderster Front gar nicht, sodass die Männer in den Schützengräben oft mehrere Tage ohne Essen und Trinken auskommen mussten. Genau, und dann tranken sie natürlich das Wasser aus den Pfützen, in denen auch Ratten und Leichen verwesten. Sehr gesund. Das zweite Kriegsjahr. Der sieht auch echt motiviert aus. Seit mehr als anderthalb Jahren war die Front erstarrt und es hatte keine nennenswerte Geländegewinne mehr gegeben. Auf beiden Seiten waren wiederholt Versuche unternommen worden, die gegnerischen Positionen zu durchbrechen, doch vergeblich. Das Jahr 1915 sollte für die Frontsoldaten das mörderischste werden, als die Konfliktparteien versuchten, sich gegenseitig ausbluten zu lassen. Gegen Ende des Jahres 1915 kam es zu den ersten Engpässen beim Nachschub von Truppen, Nahrungsmitteln und Munition. Ja, irgendwann sind eben alle Ressourcen erschöpft. Der Stacheldraht. Erfunden wurde der Stacheldraht 1874 zur Abgrenzung von Weideland. Ich glaube übrigens in Amerika. Schon bald wurde er in bewaffneten Konflikten benutzt, doch den Durchbruch erfuhr er während des Grabenkrieges. Millionen Tonnen wurden in Niemandsland zwischen den gegnerischen Schützengräben ausgerollt. Auf beiden Seiten versuchte man zugleich nach Gegenmaßnahmen in Form von Drahtscheren und Wurfhaken, wobei sich Artilleriebeschuss als das wirkungsvollste Mittel erweisen sollte. Die Bilder von im Stacheldraht hängenden Soldatenleichen sollten sich im Sinnbild für die Grausamkeit des Krieges auf immer ins Gedächtnis einbrennen. Das stimmt allerdings. Die Schlacht um Verdun. Im Morgengrauen des 21. Februar 1916 begann ein groß angelegter deutscher Angriff auf die Festung rund um Verdun. Mit dem Ziel, den Franzosen so hohe Verluste wie möglich beizubringen. Naja, stimmt nicht ganz, was ich gelesen habe. Aber, dass sie in der Folge zur Kapitulation gezwungen wären. Die Schlacht sollte 300 Tage wüten und 600.000 Menschenleben auf einer Fläche von nur 160 Quadratkilometern fordern. Mit 37 Toten pro 100 Quadratmeter ist das die höchste Verlustrate des gesamten Krieges. 37 Tote pro 100 Quadratmeter. Also wenn ich mir das vorstelle, unser Garten hier hat um die 600, ein bisschen weniger, 500. Alter Schwede, fast 200 Tote, die hier im Garten liegen. Nicht schön, ne? Wenn man sich das mal bildlich vorstellt, könnt ihr euch vorstellen, was die Jungs da gesehen und gelitten haben. Oh, Kriegsauszeichnung. Medaillen, Orden und Ehrenzeichen sind ein Mittel der Armee und des Staates, Soldaten für ihre Tapferkeit und Leistung auszuzeichnen. Die meisten Auszeichnungen des Deutschen Kaiserreichs gingen auf preußische Orden zurück. Der wohl bekannteste ist das Eiserne Kreuz, das während der Befreiungskriege gegen Napoleon gestiftet wurde. Das Eiserne Kreuz gab es ursprünglich in drei Klassen. War es zunächst sehr prestigeträchtig und wurde nur selten verliehen, so steigerte sich die Zahl seiner Träger ab dem Ersten Weltkrieg merklich. Ja, irgendwie muss man ja die Moral der Truppe aufrechterhalten.
So, wir müssen Socken besorgen, sonst gibt's keine Tinte zum Briefe schreiben. So, wofür kommst du? So, gehen wir mal raus. Hier ist eine Leiter. Ob das so gesund ist, da den Kopf rauszustrecken? Was? So, will er irgendwas? Nö. So, dann... Ach, gucke mal. Das ist ein gefrorener Socken. So, können wir den einfach auf den Ofen legen? Das wird mich vereiern. Kacke. Du kannst den nicht einfach auf den Ofen legen. Können wir den auf den Ofen schmeißen? Ja. Nee, können wir nicht. Okay. Also, wir haben... Aber vielleicht können wir den einfach auch abgeben. Und dann gibt es daraus eine neue Quest. Mal gucken. Wie können denn da so viele Fliegen an dem Socken rumfliegen? Die ich jetzt mit mir rumtrage, hier die Socken. Und warum... Wenn er gefroren ist. Und warum... Wechselt. Warte mal, der hängt doch links, der Socken. Jetzt hängt er rechts. Links. Rechts. Hab ich jetzt zwei Socken oder was? So. Ja. Was willst du haben? Wassereimer noch? Liebe Leute, also ihr wollt nix. Ja. Zum Schreiben brauchen wir Feder und Tinte, ist mir schon klar. Aha, hier gibt's Gefäße und Wasser. Okay, die wollen also nicht, dass ich meine Socken da in das Geschirr Dingens da reinpacke, in den Waschzuber. So, was ist denn jetzt dazugekommen? War's das schon? Ach so, die Hilfe. Ne, die Hilfe wollte ich jetzt eigentlich noch nicht. Warte mal, ich ärgere die nochmal. Boah, lass doch dein Gewehr stecken, Keule. Kann Rufi irgendwas machen hier? Nö. Dann gehen wir erstmal gucken. Da liegt eine Bürste da unten, habe ich schon gesehen. Ah. Brett. Hier gibt's. Rot. Was meint er denn? Oh, der will nix. Ah, da. So, kann ich das Brot irgendwie abgeben? Hier oben wollte keiner Brot, ne? Also abgesehen davon, dass ich das vielleicht alleine brauche. Komm, wir gehen mal durch. Ja, was denn, Alter? Ah, eine Schüssel. Eine Taube. So, hier ist also Ende. Da oben ist eine Taube, die vielleicht das Brot mag. Wuffi, jetzt komm mal her hier. So, gib mal her. Gib mal Brot her. Willst du mir das Brot geben? Hä? Hey, Alter, das ist doch ein Bug, oder nicht? Das kann doch schon wieder nicht sein. So. Verstehe ich jetzt nicht. Komm, wir müssen zurück. Muss mir das nochmal angucken. Kann ich da lang gehen? Nee, kann ich nicht. Achso, der kann nicht. Oder ich stelle mich da an, das weiß ich noch nicht. Na, wir probieren das mal, komm. Kann ich da lang? Nee, kann ich nicht. Ja, okay, das wissen wir schon. Nee, hier will auch keiner was. Oh, warte mal. Eins? Wo war denn eins? Ach, da oben liegt was. Ja. Das ist ja ein toller Hinweis. Ein Kartenspiel. Ja, was lernen wir denn jetzt wieder? Ein Kartenspiel. Die Tage in den Gräben zogen sich hin und um die Langeweile zu besiegen, spielten die Soldaten Karten, lasen, schrieben und formten Gegenstände aus Materialien, die ihnen in die Hände fielen. Die Deutschen spielten am liebsten Skat, die Franzosen Manie und die Briten und Amerikaner Brag or Pontoon. Keine Ahnung, was das ist. Hier noch nie gehört.
So, du möchtest nicht zufällig ein Brot haben? So, also ich probiere das jetzt hier drin nochmal aus. Jetzt gehen wir nochmal zu ihm und wenn das nicht geht, dann muss ich die Hilfe nehmen. Ja, Alter, ich hab doch hier. Ah, er will sauber haben, also doch. So, Wuffy kann ja auch nichts machen. Ich habe keinen Plan. Und wahrscheinlich sagt er mir jetzt wieder nur Dinge, die ich schon weiß. Genau. Dinge, die ich schon weiß. Super. Freunde, was machen wir mit dem Brot? Kann man das... Was macht er denn da? Wieso? Guck mal, der eine gibt... Also wenn das jetzt wieder ein Bug ist, dann ist das super ärgerlich. Weil mir fehlt im Moment so die nicht... Also ich komme da nicht so auf die Lösung. Ja, muss man die öfter ärgern? Ja, hat geklappt. Man muss sie einfach öfter ärgern. Alles klar. So, die waschen jetzt anscheinend das damit. Das ist ja ein Ding, ey. Da muss man die öfter einfach ärgern und dann waren die abgelenkt. Okay. Also kein Bug. Alles wieder gut. Nehme ich wieder zurück. So. Jetzt packen wir das Brot darauf. Le Taube kommt da wahrscheinlich gleich. Aber ich habe ja den Brief noch nicht fertig. Das ist ja eigentlich zu früh. Okay, wir holen mal... Hallo? Ich will den Socken abholen. Ist klar. So, jetzt hole ich mal den Socken wieder ab. Alter, was ist denn? Ich verstehe dich nicht. So. Wie kommen wir denn jetzt an... Ach, guck mal. Haben die den aufgehängt? Und nichts gesagt. Lalalala, lalalala. 1, 2, 3, 4. Links, 2, 3, 4. Links, links. So, fertig. Yeah, Socken gewaschen, trocken und warm. Ja. So, und Feder? Nix Feder? Okay, hätten wir erledigt. Sehr schön. So, Ofen können wir auch nicht mehr benutzen. So, mal gucken. Ich gucke immer ab und zu mal, ob hier was für Hundi ist. Der hat doch hier irgendwas, sag mal. Aber was? Da oben war eine 1. Da war doch eben eine 1, oder nicht? Er hat doch einen Spaten in der Hand. Warum kann er nicht ein bisschen... Da war doch eine... Ich war der Meinung, da war eine 1. Nee, komm, hier ist nichts. So, wir müssen jetzt noch... Alter, das gibt's doch gar nicht. So, wir müssen jetzt noch... die Feder besorgen. Ach so, von dem Vogel. Ach, ich dachte, mit dem Vogel schickt mir die Briefpost ab. Was macht der da? Ich muss den doch nicht gleich am Popo fassen. Keule. So. Ja, what? Genau. So. Puh, eine Feder. Ach, das klappt ja hier wunderbar. Yeah. So, das Brot meine lässt jetzt aber nicht... Tochter. Entschuldigung. Ich habe Neuigkeiten von Karl. Er scheint außer Lebensgefahr zu sein. Er ist noch im Lager bei Reims. Ich hoffe, ich erhalte die Erlaubnis, ihn zu besuchen. Vielen Dank für das Foto. Es bedeutet mir so viel... Oha.
Oha. Und hier fallen, oha, die Granaten. Schnell in den Bunker, Alter, gib Gas. Attacke. Oh, das ist wieder weiches Erdreich da oben. Ich nehme mal schnell was mit, weil da lag was rum. Ein Helm, den können wir gut gebrauchen. Achso, ja. Du hast recht. Ich bleib hier zwischen euch stehen. Oh. Ich hätte weiter links stehen bleiben sollen. So ein Mist. Na, da muss er erstmal drauf kommen. Na los, Attacke. Attacke! Jetzt aber. Links. Oh, oh, oh. Achso, nee, Helm, lass mal liegen. 1, 2, 1, 2, 1, 2 und rein in den Bunker. So, im Übrigen, man sieht hier dunkelhäutige Soldaten, schwarze Soldaten, wie auch immer ihr die benennen wollt. Die wurden im Laufe des Krieges auch vermehrt eingesetzt. Kamen aus den Kolonien der Franzosen. Weil natürlich der Krieg sich als Weltkrieg ausgebreitet hat. So, dann laufen wir mal schnell raus da, weil der Bunker ist nicht mehr sicher. Alter, sieh zu. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Oh, das war knapp. Kann ich das Gewehr aufnehmen? Ach, das will ich eigentlich. Boah, Alter, durch den Modder hier. Sieh zu. Na. Oh, na, ein Glück war ich da nicht drin. Aber der Weg ist jetzt frei. Und jetzt? Ach, nach oben. Der völlig falsche Weg. Ja, ins Munitionslager. Hier sind wir total sicher. Kannst du sagen, was du willst. Hier sollten wir bleiben. Auf jeden Fall. Links, zwei, links, zwei. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Und schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Alter Schwede. Oh, danke für den Tipp. Und rein im Bunker. Da müsst ihr die Bunker nächstes Mal ein bisschen sicherer bauen. Ja, deutsches Artilleriefeuer. Mindestens genauso beschissen wie von den Franzosen oder von sonst wem. Und zum Angriff. Nach so einer Artilleriewalze war es üblich, dass der Angriff startet. Von beiden Seiten. Und jetzt muss verteidigt werden. Er wollte mich verkackeiern. Na gut, dann kletter ich halt rüber. Hey, ihr wollt mich doch verkackeiern. Ihr stellt euch vor die Kiste, ich sehe nichts. Kann man die nicht aufmachen? Achso. Komme ich da ran? Oder hier an das Seil? So, ich gehe nochmal in den Bunker. Also wenn ihr mich hier loslaufen lasst, ohne irgendeine Info, da habe ich was gefunden. Ach, schon wieder eine Trillerpfeife. Jetzt sag nicht, daran hakt's. Ja, was macht denn die Trillerpfeife? Offizierspfeife. Die Offiziere erhielten Pfeifen, um den Soldaten zu signalisieren, wann sie angreifen sollten. Der Klang der Pfeife wurde so zum Symbol für die Reise ins Ungewisse, wenn die Soldaten aus den Gräben ins Niemandsland stürmten. Ja, schön ist was anderes. So, irgendwas hat das doch da oben mit dem Holz zu tun. Das sieht doch so lose aus und das ist so hervorgehoben, genauso wie... Nee, andersrum. Stopp, stopp, stopp. Alter, halt an. Halt doch an. Andersrum will ich das machen. So. Schieben, weil wenn du es schon nicht öffnest... So, weiter macht er nicht. Vielleicht ist das hier richtig. Kann ich hier irgendwas... Ja, ich kann hier was machen. Zack. Super. So, mit dem Holz bringen wir jetzt mal da drüben die Sachen zur Explosion und dann... Dann können wir unsere Attacke fortsetzen, ne? Schaffe ich das? Oder muss ich das so machen? So, ne? So. Und los. Krawum! Na gut, ich laufe mal vor. Attacke! Oh, ich hätte das Holzstück vielleicht mitnehmen sollen.
Aber jetzt machen wir erstmal den Angriff. Ah, oh, so ein Mist. Jetzt hängen wir wieder fest hier. Warte, Jungs. Ich habe einen Zettel gefunden. Ist jetzt erstmal wichtiger als der Angriff. So, was haben wir denn hier? Brief eines tunesischen Soldaten. 21. Februar 1916. Lieber Vater, liebe Familie, mir ist kalt. Das Land, das wir verteidigen, ist eisig und von Schnee bedeckt. Der Boden ist so festgefroren, dass er härter als Stein ist. Wir können nicht graben. Die Kälte ist so stark, dass sogar meine Hände brennen. Ich hoffe, bei uns im Dorf steht alles zum Besten und du erhältst noch die Hälfte meines Soldes. Sage mir Bescheid, falls es nicht so ist. Ahmed. Aha, ja, wieder die Kameraden oder Soldaten aus den Kolonien, auch aus den wärmeren Ländern, ne, haben wir gerade gesehen, aus Tunesien. Die sind gar nicht so erfreut über den Schnee und vielleicht können sie damit auch nicht umgehen. Und viele Soldaten sind halt einfach auch an Kälte und Hunger gestorben. Grill. Ein durchlöcherter Helm konnte mit Holz und Kohle gefüllt werden und als Grill oder Heizung verwendet werden. Obwohl die Helme aus Metall gefertigt waren, boten sie nur geringen Schutz vor feindlichen Kugeln. Ja, schade eigentlich, ne? So, jetzt guckt ihr alle zu mir. Wieso wartet ihr denn alle auf mich? Tatsächlich, guck mal, die bleiben immer alle stehen. Zwei laufen vor. Ja, na gut. Dann gucken wir trotzdem nochmal weiter. Oha, ich muss wieder schnibbeln. Ja, ja, ich mach schon. Zack, und zack, und zack, und zack, und zack, und zack, und zack. Na los jetzt, aber. Attacke, was hat er gesagt? Kaipi? Das ist jetzt wohl der falsche Moment. Oha. Also, wir haben da eine Sperre, mit der kommen wir nicht klar. Kommen wir da rüber? Nee, müssen wir sie ziehen wahrscheinlich. Wie Werkzeug? Ja, die ist noch warm. So, drüber klettern tut er auch nicht. Warte, mit Schwung macht er auch nichts. Nee, ich brauche tatsächlich Werkzeug. Das heißt, ich muss nochmal zurück, Jungs. Tut mir leid, oder liegt das hier rum? Hat einer Werkzeug dabei? Hast du? Oder du? Oder du? Keiner hat Werkzeug dabei. Dabei haben die doch alle Waffen. Ja, mal ausruhen, ne? So, wo finden wir denn hier Werkzeug? Seht ihr irgendwo was? Ich war doch hier eben schon unten gewesen. Hier kann doch gar kein Werkzeug sein. Hier ist auch keins. Und hier hinter? Nee. Auch nicht. Aber kann ich das? Warte mal, kann ich vielleicht? Ich kann. Warum habe ich das denn nicht vorher gemerkt? So, da hat er jetzt Erradl. So. Und oben liegt wieder Holz. Achso, das ist von vorhin. Lalalala. Guckt euch mal die Mondlandschaft an. Da steht kein Stein mehr auf dem anderen und alle Bäume und Wälder sind abgeholzt. Super. Lalalala. Zack. So, Freunde. Aber wie wir das jetzt lösen und wie wir da durchkommen und ob wir da überhaupt durchkommen und ob das überhaupt so klappt, wie ich mir das vorstelle, das sehen wir dann beim nächsten Mal, ne? Bis dahin, sagt der Tizi. Schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.